Ja, servus, Freunde der Sonne, willkommen zurück bei Baphomets Fluch, Schatten der Templer. Nein, egal. Gut, also letztes Mal hier stehen geblieben im alten Bootshaus unter dem Gerichtsgebäude oder zumindest in der Nähe des Gerichtsgebäudes. Und letztes Mal hatten wir ja hier diese Steintüre geöffnet. Und ich will gar keine großen Reden schwingen. Ich würde sagen, wir stürzen uns direkt durch den Türrahmen hinein in den dahinterliegenden Raum und schauen mal, was uns da erwarten wird. Okay. Uno interessante. Was steht da wieder drin? Cachon, Steinzylinder, entriegelte Mechanismus für einen verborgenen Raum. Doch mein Weg ist versperrt. Jemand hat sich sehr bemüht, etwas zu beschützen. Wie? Ich bin doch da herinnen. Gibt es hier noch irgendwas zu sehen, außer dieses Kreuz? Scheinbar nicht. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Ich finde es etwas merkwürdig, dass in einem alten Bootshaus geheime Räume dahinter liegen. Okay, das mutet etwas seltsam an. Oh mein Gott, die Okay. Platte kam mit Karacho runtergekracht. Ja, okay, Karacho ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber okay. Wie Ohne jetzt? etwas zum Abstützen fällt das Kreuz direkt wieder runter. Wenn ich mir die Tafel genauer ansehen will, muss ich einen Weg finden, das Kreuz oben abzustützen. Oben abzustützen, okay. Habe ich denn irgendetwas Interessantes vielleicht mit dem Elefanten? Nein, willst du nicht? Dann vielleicht mit der Geschosshülse. Das kannst du ja drunter klemmen. Willst du nicht? Okay. Dann wird es jetzt vielleicht Zeit, dass wir dieses Boot etwas auseinanderschlagen und uns da vielleicht ein, zwei Leisten Das mitnehmen. Boot zu bewegen, würde es nur völlig Lol. ruinieren. Es ist doch sowieso schon total kaputt. Okay. Und dann gehen wir noch mal kurz raus. Hochgehen Ich willst du kann ja noch nicht wahrscheinlich gehen. nicht. Ja, genau. Gut, gibt's hier vielleicht noch etwas zu sehen? Vielleicht irgendetwas, was auf dem Kahn da ist? Nee. Gut, also wird die Lösung definitiv sich bei uns im Inventar befinden. Oder in der näheren Umgebung. So meine hochprofessionelle Vermutung. Vielleicht mit ihrer Lieblingshaarspange, wo das würde keinen Sinn ergeben. Oder kann ich eventuell den Zylinder wieder mitnehmen? Ah, jetzt geht wahrscheinlich die Tür wieder zu, wa? Nein. Ich entferne den Steinzylinder. Nett. Okay, dann könnte eventuell der Steinzylinder des Rätsels Lösung sein. Jetzt gehe aber nicht bloß dahin, um mir den Schulter zu zucken. Das wäre voll nicht cool. Hey, du wirst mich doch trollen, meine Gute. Okay. Die Tafel ist festgeschlossen. Die Tafel lässt sich nicht bewegen. Gut, was hatte ich noch gesagt? Ich hatte gedacht, dass man das vielleicht mit der Haarspange. Nee, das bringt ja auch nichts. Das ist ja Blödsinn. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde keinen Sinn machen. Ja, genau. Was haben wir denn hier Ein noch? Tresorschlüssel. Okay. Es ist der Salonschlüssel. Okay. Die Decke ist mit einem ungewöhnlichen Symbol bestickt. Okay. Der eingefärbte Zylinder hat mir als. Da Ja, steht. ja, ja, ja. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Ja, Es hat. ist okay. Sie zieht das hoch. Und sie möchte das oben Als ich festsetzen, das oder was? Kreuz angehoben habe, schloss ich die Eingangstüre und eine Art Steintafel öffnete sich. Genial. Ach so, oder kann ich jetzt da was drunter packen? Ah, genau. Das ergibt doch Sinn, muss ich ganz ehrlich Das sagen. Steinkreuz ist abgestützt. Jetzt kommen wir doch langsam weiter. Aber auf alle Fälle. Gut, ja, macht ja auch Sinn. Ne? Erst hochziehen, dann drunter stellen. Und nicht drunter stellen und dann hochziehen. Das ist ja Blödsinn. Gut. Was macht denn dieser interessante Steinschalter da? Eine runde Öffnung, präzise in den Stein Oh, gebohrt. schon wieder eine Öffnung, jetzt verarsch mich Ich doch. berühre die Öffnung.
Nichts Schlimmes passiert, was ich toll finde, da ich doch sehr an meinen Fingern hänge. In diese Öffnung gehört etwas Bestimmtes rein, aber was? Runde Öffnung. Aus lauter Blödsinnigkeit könnte man jetzt denken, dass vielleicht die Geschosshülse da reingehört, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Der Tresor. Schade. Die Geschosshülse ist zu groß. Okay. Der Tresorschlüssel, das würde, glaube ich, keinen Sinn machen. Ja, genau, dachte ich mir doch fast schon. Nee, sollte es doch die Haarspange, die alles beherrschende Haarspange. Nein, die ist es nicht. Die Geschosshülse ist zu groß, sagt sie. Nein. Ja, ich hatte jetzt die dumme Vermutung, dass man die Geschosshülse einfach ein bisschen kleiner klopft und alles wird gut. Nee, das ist Blödsinn. Nee, das habe ich mir schon fast gedacht. Ohne Hebel habe ich keine Chance, das Ding aufzustemmen. War draußen eventuell irgendetwas, was uns möglicherweise helfen könnte? Ich sagte, es ist eine runde, kleine Öffnung. Wurde was Bestimmtes hineingehört? Eine runde Öffnung, präzise in den Stein gebohrt. Aber ich habe nichts, was ich da reinstecken könnte, was irgendwie Sinn machen würde. Ich schaue mich noch mal kurz draußen um. Weil hier scheint es ja augenscheinlich nichts weiter zu geben. Ich entferne den Steinzylinder. Ja, ist okay. Meine Güte, ist okay. Was ist das da unten? Habe ich das vorhin auch schon gesehen? Ut lex vel, ut nex sumitor. Unterwirf dich dem Gesetz oder dem Tod. Ich schätze, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit war nicht so ihr Ding. Ja, ich geb's zu, ich war in der Schule eine Streberin. Aber ich habe auch Lippenstift getragen, ohne dass die Nonnen es gemerkt haben. Okay. Skill, Madame. Du hast Skill. Jetzt hat sie mich gerade völlig von dem abgebracht, was ich eigentlich machen wollte. Irgendetwas Rundes, was da reingehört. Ich habe das Boot kaputt gemacht. Wobei es schon vorher nicht sonderlich seetüchtig war. Es ist natürlich die Frage. Nein, das stimmst du ja nicht hoch. Ich will den Zaun nicht wieder hochziehen. Aber wenn du jetzt die Patronenhülse da drunter legst und den Zaun mal kurz drauf fallen lässt, dann machst du gar nichts, okay? Dann hätte ich jetzt die Vermutung gehabt, dass dann die Patronenhülse vielleicht etwas kleiner wird. Okay, aber hier draußen gibt's ja nichts. Das Boot will sie nicht kaputt machen. Und da ist eigentlich auch nichts dabei, was irgendwie Sinn ergeben würde. Warum wir... Ich kann auch nicht gehen. Ja, ist okay. Warum wir das Boot zerstören sollten. Weil das kann ich mir ja beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Extras ein Boot kaputt machen müssen, dass die da reinkommen. Das würde nichts bringen. Aber da hast du nur das Boot, das ergibt keinen Sinn. Es müsste also irgendwas sein, was... Oh, es gibt schon schnell einen Seenwechsel. Nice. Da werde ich mich auf alle Fälle schnell dran gewöhnen. Es muss irgendwas sein, was mir hier drinne finden kann. Das ist der schöne Elefant, den mein Vater geschnitzt hat. Eine ganz blöde Vermutung, vielleicht mit dem Stoßzahn des Elefantens. Des Elefants. Des Elefantens. Des Dickhäuters. Vielleicht in die kleine runde Öffnung. Die sagt, die Patronenhülse ist zu groß. Also muss es definitiv irgendwas Kleines sein, was wir da reinstecken müssen, können oder wollen. Der Zylinder stützt das Kreuz gut ab. Gut. So, ja, so viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. Ich vermute ja vielleicht der Stoßzahn. Nein. Okay. Gibt es hier vielleicht noch irgendetwas, was ich übersehen haben könnte? Nee, das ist wirklich nur das Kreuz. Mit der Steinrolle. Irgendjemand eine Idee vielleicht? Was sagst du denn nochmal? Ich berühre die Öffnung.
Nichts Schlimmes passiert, was ich toll finde, da ich doch sehr an meinen Fingern hänge. In diese Öffnung gehört etwas Bestimmtes rein, aber was? Es gibt aber augenscheinlich momentan noch keinen Hinweis. Außer dieser komische Text, der da unten auf dem Boden stand. Unterwirft sich dem Tod oder so ähnlich? Ich habe keine Ahnung. Kann ich denn da noch irgendwas anderes drunter stellen? Ich entferne den Steinzylinder. Mal kurz gucken. Ist eine bescheuerte Idee, aber es macht vielleicht Sinn. Nee, also okay, das, nee, den Elefanten willst du nicht nehmen. Aber sie macht das wahrscheinlich tatsächlich nur mit dem Stein. Das hat sie doch gerade so falsch angehört. Gut, das, also was für eine monströse Hülse ist das denn? Das Kreuz ist fest abgestützt. Gut, so, dann probieren wir es jetzt nochmal mit dem Steinzylinder. Da hat uns die Geschosshülse ja sehr gute Dienste erwiesen, will ich meinen. Okay. Das Artefakt passt perfekt in das Loch. Ich höre, wie hinter den alten Mauern irgendein Mechanismus knarzend in Gang kommt. Aber irgendwas wurde dadurch ausgelöst und steckt jetzt fest. Och Leute, das giebe doch nicht. Lasst mich kurz nachdenken. Was muss das denn für eine monströse Geschosshülse sein? Ist eine Panzerpatrone gewesen oder was? Egal. Gut, also da hat sich zumindest augenscheinlich irgendwie was getan. Eine Geheimtür? Jetzt wird's doch interessant. Schade, dass der Mechanismus klemmt. Ich muss sie irgendwie aufstemmen. Aufstemmen. Die Lücke ist zu klein, da kann ich nicht reingreifen. Ich brauche etwas, das schmal genug ist, um die Tür aufzuhebeln. Vielleicht bist du nun gewillt, das Boot zu zertrümmern. Es ist sowieso schon komplett hinüber. Also noch mehr kannst du nicht machen. Ich nehme die Geschosshülse weg. Das Kreuz klappt nicht mehr runter. Irgendein Mechanismus hält es oben. Ey, jetzt komm. Nee, oder? Dann nehme ich das halt auch noch raus. Guck mal, das Kreuz, es fliegt. Boah, da hängt ja einiges dran, ey. Gut. Bist du nun gewillt, endlich dieses Boot zu zertrümmern und eine Latte mitzunehmen, mit der man die Tür aufstemmen kann? Das Boot zu bewegen, würde es nur völlig ruinieren. Nein, mach ich nicht. Ich habe das Boot kaputt gemacht. Wobei es schon vorher nicht sonderlich seetüchtig war. Okay. So ein Eisengedönse wäre natürlich noch besser, weil das ist massiv stabil. Ich will den Zaun nicht wieder hochziehen und mich damit möglicherweise hier einsperren. Weil ich hätte sonst jetzt eigentlich auch nichts, was ich zum Aufstemmen benutzen könnte. Da drin gab es aber ja auch nichts. Draußen gab es nur diese stabilen Gitter. Ich habe gerade eine ganz blöde Idee. Nee, okay. Ich werde es jetzt auch nicht laut kundtun, weil sie ja sowieso nicht funktioniert. Wenn ich nach einem von den Stäben hier eventuell rausbiegen oder brechen könnte, das wäre echt schon ganz gut eigentlich. Auch dieser Zaun bewegt sich kein Stück. Verdammt. Sonst liegt hier aber auch nichts weiter rum. Wie oft ich jetzt schon sinnloserweise hier draußen gewesen bin. Das kannst du, glaube ich, an einer Hand abzählen. Nee, da guckt sie sich nur das Boot an. Da hochgehen tut sie nicht. Genau, okay. Dann gehen wir da jetzt wieder rein. Dann heißt es immer noch, dass die Lösung sich innerhalb dieses Bootshauses befinden wird. Die Frage, die sich nur stellt, ist, boah, gibt es hier vielleicht irgendwie ein morsches Gitter, ein Gitterstäbelein, was wir eventuell rausbrechen könnten? Ne, wir haben hier nichts. Wir haben nur das Ding und das Ding. Und dass wir sie beileibe nicht anfassen. Okay. Da ist nur das Kreuz. Da ist dieser komische Schriftzug. Ut lex vel, ut nex sumito.
unterwirf dich dem Gesetz oder dem Tod. Eine Geheimtür. Jetzt wird's doch interessant. Schade, dass der Mechanismus klemmt. Ich habe aber auch eigentlich nichts zum Aufstemmen. Weil normalerweise bräuchte man da ja eigentlich einen größeren Hebel oder sowas. Hä? Und hier drin scheint sich auch nichts zu befinden. Ich gehe mal kurz wieder raus. Meine Gute, mach endlich dieses dämliche Boot kaputt. Bewirf es mit dem Elefanten und brech eine Latte heraus. Nein, sie will es partout nicht tun. Habe ich gerade irgendwie einen Denkfehler? Ja. Da geht's wieder raus. Möchtest du vielleicht den Elefanten hierfür benutzen und da ein Stück Gitterstange rauszubrechen? Nein, das möchtest du nicht. Spring, Lady, spring! Ich will den Zaun nicht wieder hochziehen und mich damit möglich... Brech mir hier etwas raus, sonst breche ich ab. Nee. Okay. Any ideas? Hat irgendjemand eine Idee, wie es jetzt hier weitergehen könnte? Das ist eigentlich schon so peinlich für mich, oder? Okay, ich heb nochmal kurz das Kreuz hoch. Ich meine, die Idee ist zwar total bescheuert. So, okay. Dann steckst du den Steinzylinder da nochmal rein. So. Jetzt nimmst du da mal wieder diese Patronenhülse da raus. Ich nehme die Geschosshülse weg. Genau. Warum ich das tue, ich habe keine Ahnung. Die wirst du jetzt wahrscheinlich da nicht benutzen können, weil das würde keinen Sinn machen. Die Lücke ist zu eng. Ich brauche etwas Flaches, womit ich da reinkomme. Etwas Flaches. Ein flacher Schlüssel. Nein. Eine unglaublich flache Haarnadel. Um die Tür frei zu bekommen, brauche ich etwas entschieden Massiveres als ein Haarklemmerchen. That's what she said, natürlich. Ich weiß auch schon, was du nehmen könntest. Es liegt draußen und rostet vor sich hin. Beziehungsweise es morscht vor sich hin. Ja. Was ist das denn für eine massive... Ich frage mich immer noch, was das für eine massive Patronenhülse sein soll. Wohl Geschoss. Sie sagt die ganze Zeit Geschosshülse, ne? Das kann natürlich tatsächlich vom Panzer sein oder so. Die sagt, es müsste flacher sein. Die Lücke ist zu eng. Ich brauche etwas Flaches, womit ich da reinkomme. Pass auf, du nimmst jetzt hier dieses Tuch und klemmst es da drunter. Warum du es auch immer tun solltest, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Genau. Sobald ich das wieder rausziehe, dann sackt das Tor wieder ab. Wartet mal. Nee, wie funktioniert das denn? Kombinatorisches Geschick. Pass mal auf. So. Erstens, zieh das Kreuz nach oben. Sie sagte ja ganz am Anfang mal, dass dieses Steintor da rechts mit Karacho heruntergekommen ist. Heruntergeknallt ist, wie auch immer. So. Nee, Moment, das ist Blödsinn. Ich verwirre mich gerade selber. Ich entferne den Steinzylinder. Genau. So, jetzt nimmst du diese Patronenhülse und legst sie da auf den Boden. Was du hoffentlich tust. Sehr schön, sehr schön. So. Dann ziehst du an diesem Kreuze. Bitte etwas schneller, Madame Collard. Ich möchte heute noch etwas Fortschritt zeigen.
Bam! Genau, so. Und jetzt gehst du da wieder weg. Und jetzt nimmst du Le Patronenhülse, Geschosshülse, Verzeihung, wieder weg. Die Steinplatte hat ein Ende der Geschosshülse zusammengequetscht. Das war der Plan. So, jetzt ziehst du das Kreuz wieder nach oben. Ja, muss schon ein bisschen mitdenken. Ich finde diese Rätselketten echt cool gemacht, also. Mal schauen, ob sich das ganze Spiel so durchzieht. Das wäre eigentlich eine ganz geile Sache. So, kannst du das jetzt immer noch da drunter klemmen? Ja, das kannst du, sehr schön. Gut. So. Und so. Die Verwirrung löst sich langsam auf. Ich bin begeistert. Und was sich auch aufgelöst hat, ist die Zeit für diesen Part. Ja. Gut, immerhin haben wir es geschafft, jetzt möglicherweise die nächste Tür zu öffnen. Ich nehme die Geschosshülse weg. Genau. Aber ich habe das ungute Gefühl, dass das wahrscheinlich noch nicht alles gewesen ist. Ah, oblei die, oblei da. Ein weiterer guter Verwendungszweck für eine Geschosshülse. Noch ein Geheimraum. Irgendwer hat etwas zu verstecken. Aber was genau suche ich? Und er ist definitiv daran interessiert, dass das nicht einfach zu finden ist, was er da versteckt hat. Nun gut, Leute, ich verabschiede mich jetzt auch schon wieder für diesen Part. Die Zeit ist schon wieder rum und wir haben immerhin eine neue Tür geöffnet. Und was sich hinter dieser Tür verbirgt, hoffentlich nicht der Zong. Das erfahren wir dann im nächsten Teil von Baphomets Fluch. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ansonsten sage ich immer schönen Abend noch und bis dann.